Danach suchte der Herr 77 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Geht auf die Straßen, die Disciples. Dieser Auftrag Jesu an seine Jünger stellt das Herz des Charismas der Disciples, das heißt übersetzt der Jünger, dar. Sie bilden eine kirchliche Vereinigung von Männern und Frauen. Diese ist auch als Säkularinstitut Don Bosco bekannt. Es sind Laien, die ihr Leben in den Dienst des Reiches Gottes gestellt haben. The main charism or the identity. Das Charisma, die Identität dieses Instituts, leitet sich vom Wort Jünger Jesu ab. Christus ist unser Vorbild, unser Lehrer, unser Herr. Und wir werden seine Jünger. Entsprechend sind die Sendung, die Methodologie und die Spiritualität Jesu auch die Sendung, die Methodologie und die Spiritualität der Disciples. Die Disciples entspringen dem Elan und der Inspiration des Salesianerpriesters Don Joseph Sosa, der am Ende der 60er Jahre beim Besuch einiger Dörfer in Ostbengalen die Bedürfnisse und Nöte der Ärmsten der Armen sah. Er begann, junge Frauen zu sammeln, sie in Gruppen zu organisieren, sie auszubilden und sie an seiner Sendung teilhaben zu lassen, indem er sie zu zweit aussandte. Zu den Schwestern, die im Jahre 1973 offiziell gegründet wurden, gesellten sich 10 Jahre später die Brüder. Am 21. April 2000 wurden sie von der Diözese Ambikapur offiziell als Säkularinstitut anerkannt. Es sind Männer und Frauen, die sich dafür entschieden haben, alles zu verlassen und Zeugen und Boten Christi zu werden, indem sie an die Orte und die Situationen gehen, wohin sonst niemand gehen will. Als Schwestern sind wir relativ zahlreich. Und ich fühle mich frei und glücklich, bei den einfachen Menschen zu sein, ohne Formalitäten und Beschränkungen. Das ist eine optimale Weise, unter den Menschen zu sein, ihnen zu begegnen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass dies nichts Besonderes ist. Die Disciples bemühen sich durch einen genügsamen Lebensstil und ihr großzügiges Apostolat, Jesus Christus und seine Botschaft zu vergegenwärtigen. Indem sie mit denjenigen, denen sie begegnen, alles teilen, sind sie ein Zeichen der Liebe und des Heilswirkens Gottes. This is the way they go. Gemäß ihrem Lebensstil sind sie Gäste der Menschen, von denen sie zu Hilfe gerufen werden. Sie sind bereit, sich an die Orte zu begeben, wo es eine besondere Bedürftigkeit gibt. Sie gehen furchtlos und mutig dorthin. Sie haben die Kraft, an Orte zu gehen, wozu andere sich nicht in der Lage sehen. Die Disciples sind sich der Warnung Jesu bewusst. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum vertrauen sie auch auf sein Versprechen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jeder Disciple trachtet danach, Jesus durch das Studium und die Meditation des Evangeliums kennenzulernen. Jeder Tag wird durch das persönliche und gemeinschaftliche Gebet, besonders die Eucharistie, befruchtet. Als gottgeweihte Christen verpflichten sie die Disciples, die Gelübde zu leben, die Armut als Ausdruck der Freiheit von jeder Bindung, die ehelose Keuschheit als Ganzhingabe an Christus und den Gehorsam als Nachahmung Christi, der sich in seiner Menschwerdung selbst erniedrigte. Ihre demütige und stille Gegenwart macht sie zur Stimme und zum Zeichen der großen Liebe Gottes unter den Geringsten. Unser Leben trachtet danach, Christus nachzuahmen. Es ist daher einfach und arm, gelebt in der Haltung der Demut und der Verfügbarkeit allen gegenüber, denen wir begegnen. Die
Disciples überwinden religiöse und ethnische Barrieren und widmen sich der Pflege der Kranken, der Erziehung und Bildung derer, die dazu sonst keine Möglichkeit haben. Der Evangelisierung und der Katechese. Projekten der sozialen Arbeit. We accept whatever food and lodging is offered. Wir versuchen auf bestmögliche Weise, wie Christus zu beten, zu besuchen, zu unterrichten, zu heilen, zu dienen, zu heiligen und zu leiden. Wir wählen ein einfaches Leben in Armut, um das Evangelium unter den Armen auf dem Land verbreiten zu können. Im Januar 2009 haben der Generalobere und sein Rat die Disciples in die große Bewegung der Salesianischen Familie aufgenommen. Diese Anerkennung bewirkt eine aktive Zusammenarbeit und bedeutet eine missionarische Verpflichtung. And Don Bosco, auch wir, Disciples, praktizieren wie Don Bosco das Präventivsystem, das er auf dem Dialog der Vernunft und der Religion begründete und in seinem Apostolat anwandte. Wir sind sehr glücklich, mit der Don Bosco-Familie zusammenzuarbeiten. Wir bereiten uns darauf vor, einige unserer Mitglieder nach Afrika und an andere Orte zu entsenden,